Hallo, herzlich willkommen hier im Stader Fairhaus in meiner Küche. Ich bin Heinz Josef und heute braten wir uns ein schönes Saiblingsfilet. Super, wunderbar. Seht ihr im vorhergegangenen Video, wie ich es auseinandergenommen habe. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und hier haben wir einen super schönen Mangold. Hier, wenn ihr es mal so sehen wollt. Ne, der ist hier frisch vom Markt. Und da nehmen wir uns jetzt halt einfach ein paar Stiele. Das ist sehr, sehr einfach. Man kann ja einfach festhalten und hier halt die Stiele sozusagen ganz einfach runterziehen. Das habe ich schon vorbereitet, klar. Und dann nehmen wir sozusagen einfach nur die Stiele, schneiden sie klein. Ja, ganz einfach. Kennt ihr schon von mir? Genau. Klein schneiden. Dann brauchen wir einen Topf dazu. Den haben wir hier. Und eine Pfanne für den Fisch. Geben wir mal ein bisschen Feuer rein, ein bisschen Sonnenblumenöl in beides rein. Den Fisch können wir jetzt ruhig schon mit einlegen zum Braten, weil der braucht halt schon ein bisschen, weil der auch ein bisschen dicker ist, braucht er einfach ein bisschen Zeit. So eine Portion wird das reichen und eine zweite Portion passt auch. Rest tun wir kühlstellen. So, dann brauchen wir halt jetzt halt hier die ganzen Stiele, tun wir anbraten im Topf. Da habe ich hier noch den Rest dabei. Ja, da ist gelber mit dabei, orange, rot, super schön. Also jetzt den frischen, jungen Mangold, der jetzt gerade auf dem Markt zu kriegen ist, wunderbar. So, die schmeißen wir da gerade mal rein und dann habe ich auch das Feuer angemacht für den Fisch. Den tun wir dann mal würzen. Ein bisschen Pfeffer, beide Seiten und ein bisschen Salz. Beim Salz könnt ihr halt auch immer toll einfach ein Fleur de Sel verwenden. Gerade wenn ihr jetzt sowas macht mit Fisch, so ein handgeschöpftes Meersalz ist einfach super schön. Kann man toll dafür nutzen. So, den schwitzen wir jetzt einfach ein bisschen an. Und den Fisch lege ich gerade einfach ein. Ich schiebe es mal gerade rum. Dann seht ihr vielleicht ein bisschen besser, ja. Einfach nur einlegen und am besten erstmal nichts dran machen, weil die Hautseite darf ruhig jetzt richtig knusprig werden und richtig viel lange Feuer kriegen. Nicht zu heiß, dass ihr euch nicht verbrennt von der Unterseite, aber halt ruhig auf der Hautseite anbraten und einfach liegen lassen. Ja, nicht bewegen, nicht probieren zu lösen jetzt direkt, einfach abwarten. Ja, ein bisschen Geduld gehört halt auch zum Kochen dazu. So, und im Topf haben wir jetzt halt hier den Mangold, seht ihr halt auch, alles schön angebraten. Jetzt tun wir noch ein bisschen Zwiebeln mit dazu. Das passt halt immer ganz gut. So, und dann haben wir hier halt noch ein bisschen Knoblauch. Ganz jungen, feinen Knoblauch jetzt halt hier. Guck ich mal eben, tun wir ganz klein hacken. Da brauchen wir halt auch nicht den Strunk rausnehmen. Bleib hier. So. Den kann man einfach so komplett wirklich verwenden. Und dann tun wir den halt noch ein bisschen klein drücken. Ja, das seht ihr auch hier so mit der Messerspitze sozusagen, also mit der Schneide könnt ihr einfach ein bisschen drüber gehen. Dann habt ihr den halt einfach ein bisschen klein gedrückt und so tun wir den einfach mit rein. Und dann tun wir das halt auch einmal kurz wieder anrühren. Umrühren, nicht zu heiß, auch in dem Fall, ja, einfach ein bisschen mit drauf achten, dass ihr zwar Feuer drin habt, aber nicht zu heiß werden lassen. Seht ihr, wie sich der Fisch jetzt hier halt schon anfängt zu wellen? Der ist wirklich super frisch und von dem her, dann zieht sich natürlich die Haut einfach ein bisschen zusammen. Das ist einfach so, das ist aber auch völlig in Ordnung. Hier haben wir einen schönen Ingwer, tun wir noch ein bisschen was mit reinreiben. Ingwer, Knoblauch zum Mangold finde ich einfach eine tolle, geniale Kombi. So, nicht zu viel. Aber halt auch immer das, was in der Reibe noch hängt, mit rausholen. Ganz wichtig. Rest können wir liegen lassen. So, nochmal kurz mit anziehen. Und dann tun wir jetzt halt einfach zum Mangold einfach ein bisschen Butter mit dazu. Und ein bisschen Weißwein. Wir haben hier einen schönen Müller-Thurgau, hier von der Spitalkellerei in Konstanz. Einfach ein bisschen was rein. Ich zeige es noch mal kurz, dann seht ihr es. Und zwar einfach so, dass er halt einfach
wirklich so einmal den Mangold, sage ich mal, im Wasser habt oder besser gesagt in diesem Fall im Weißwein halt habt. Jetzt drehe ich nochmal die Flamme ein bisschen hoch, mache einen Deckel drauf. Da ich keinen Deckel habe, nehme ich eine Pfanne. Geht auch gut. Und sobald er dann gleich kocht, kann ich ihn ein bisschen runterdrehen. Und jetzt schmort er so ein bisschen im eigenen Sud. Und dann habe ich halt den restlichen Mangold schon vorgewaschen einmal. Man könnte den jetzt noch ein bisschen klein hacken, aber das würde ich gar nicht machen. Ich zerreiße den gleich ein bisschen, dann kommt er noch einmal mit rein und ist mehr oder minder wie Spinat, ruckzuck fertig. Also von dem her braucht man da gar nicht mehr viel an Vorarbeit. Und jetzt seht ihr hier schon in der Pfanne, der löst sich von alleine. Das geht sehr, sehr gut. Und dann drehe ich den jetzt halt schon einmal um. Da seht ihr schon. Sehr schön. Jetzt hat der Fisch halt hier halt auch einfach eine schöne trockene Kruste. Ja. Und man kann ihn dann halt auch wirklich halt einfach die Haut sozusagen mitessen. Und jetzt lassen wir ihn hier halt einfach noch ein bisschen ziehen. Was ich hier schon vorher gemacht habe, ich habe ein bisschen schwarzen Reis aufgesetzt. Zeige ich euch gleich nochmal. Seht ihr gleich, wenn ich ihn abgieße. Ja. Reissorten gibt es natürlich halt auch noch und nöcher. Und von dem her... der schwarze Reis ist halt ein nicht polierter Reis, von dem er einfach noch mit ein bisschen mehr Inhaltsstoffen dran, einfach ein bisschen schöner, auch vom Aroma her schöner. Und von dem her, guckt einfach danach, wo ihr eure Sachen kauft. Macht immer schon Sinn, so Reissachen, Reis, Couscous und Bulgur und. Kaufe ich im Endeffekt nur im Reformhaus und gucke halt eigentlich immer, dass es eine Bio-Qualität halt hat, weil das einfach nochmal eine bessere Qualität halt ist. So, da ist natürlich Weißwein mit drin, muss man ein bisschen aufpassen. Natürlich fängt der Feuer, keine Frage. Und jetzt können wir halt hier einfach ein bisschen Mangold mit drauf geben. Wie gesagt, der fällt relativ stark zusammen. Also von dem her ruhig ein bisschen mehr nehmen, weil einfach es bleibt hinterher wenig übrig. Ja, würzen müssen wir natürlich noch, also gleiches Spielchen wieder. Ordentlich Pfeffer mit rein. Klar, immer dran denken, wir haben schon Ingwer, wir haben schon Knoblauch mit drin. Aber natürlich, Salz und Pfeffer gehört trotzdem mit dazu. So, jetzt tun wir nochmal einen Deckel drauf, dass einfach auch die Blätter vom Mangold nochmal ganz kurz gedämpft werden. Dann geht es nämlich sehr schön und wird super schnell fertig. Den Reis kann ich schon mal abgießen, das mache ich jetzt gerade. So, hier ist der Reis schon wieder da. Ja, ihr seht ihn. Ich kann ihn auch noch mal eben zeigen. Ja, ein schwarzer Reis, total schön, auch total lecker. Also lohnt sich immer auch gerade für die Mengen, die man an Reis braucht zu Hause, einfach mal ein paar Euro mehr auszugeben, lohnt sich einfach. Und beim Fisch sehen wir es jetzt halt auch. Der ist jetzt halt hier halt auch schon gut durch sozusagen. Von dem her können wir gerade Teller rausnehmen und anrichten. So. Und gerade noch mal einmal eben sauber machen. So, dann nehmen wir hier einen Ring für den Reis. So, den kann man immer ein bisschen festdrücken. Dann hat man da eine schöne Form sozusagen. Man kann ihn natürlich halt auch einfach so auf den Teller kippen. Kein Problem. Aber das Auge isst ja immer mit. Also von dem her einfach auch da ein bisschen sensibel sein und ein bisschen drauf achten, wie man was herrichtet. So, hier sehen Sie schon, hier dampft es wieder ordentlich raus. Jetzt gucken wir uns das gerade an. Das sieht gut aus. Ups, mein Mikrofon ist runtergefallen. Macht nichts. So. Jetzt schauen wir weiter. Flamme aus. So, hier ist der Mangold. Ja, und ihr seht schon, der ist ruckzuck gar. Das geht so schnell beim Mangold. Wie gesagt, das ist ähnlich wie beim Spinat, dass es wirklich sehr, sehr schnell geht. Und den müsst ihr auch, oder solltet ihr halt auch nicht zu lange kochen. Ja, einfach wirklich gucken, einmal kurz rein.
einmal kurz gar ziehen. Das Schöne ist, wenn man jetzt auf diese Art und Weise arbeitet, ihr seht es hier, die Farben bleiben eigentlich relativ gut erhalten, ja, von den Stielen, und die kann man halt auch einfach toll mitessen. Wenn sie einfach ein bisschen mit gegart sind, dann sind die total lecker. Jetzt tun wir noch, nehmen wir gleich diesen Weißweinbutter sozusagen als Soße mit her. Dann brauchen wir nämlich gar nicht nochmal extra eine Soße ziehen. So, und dann haben wir nämlich jetzt hier halt noch unseren Fisch. Den nehmen wir jetzt halt auch noch zu guter Letzt. So, und perfekt. Jetzt haben wir noch ein bisschen versabbelten Tellerrand. Den machen wir uns gerade noch mal ein bisschen sauber. So, und wie immer einfach ein bisschen Deko drauf. Und wir haben im Moment noch so viel schönen Rosmarin mit Blüte. Ihr seht es hier, ja, wunderhübsch, direkt bei uns aus der Kräuterspirale. Und von dem her ist es einfach wunderbar. Super schnell, tolles Essen, kocht es nach, viel Spaß. Tschüss.